Ich fange wirklich ganz grundlegend an, denn jeder von Ihnen hat vielleicht schon mal das eine oder das andere gehört. Aber um Sie alle gleichermaßen abzuholen, starten wir mit den ganz grundlegenden Eigenschaften. Vielleicht noch mal eine kurze Vorstellung zu meiner Person. Also ich bin seit ungefähr 2,5 Jahren jetzt hier an der Fachhochschule Münster Professor für Data Science und beschäftige mich da eben mit genau den Themen, über die wir jetzt gleich sprechen werden. War vorher längere Zeit in der Beratung und in grauer Vorzeit habe ich mal Statistik studiert. Das heißt, mit Daten und allem drumherum habe ich mich schon seit einer sehr langen Zeit beschäftigt. Und ich habe hier auch nochmal meine Kontaktdaten aufgenommen. Also wenn Sie irgendwie nachhinein Fragen haben oder mich kontaktieren möchten, können Sie die gerne nutzen und auf mich zukommen. Als Einleitung vielleicht nochmal, warum reden wir eigentlich über künstliche Intelligenz? Künstliche Intelligenz ist nicht nur für Unternehmen ein wichtiges Thema, vor allem natürlich für Unternehmen, aber grundsätzlich ein sehr wichtiges gesellschaftliches Thema, was vielleicht dieses Zitat, was möglicherweise natürlich ein bisschen übertrieben ist, aber dennoch so die Bedeutung von künstlicher Intelligenz unterstreicht. Das hat der CEO von Google vor etwa 2,5 Jahren mal gesagt, nämlich, dass künstliche Intelligenz ungefähr so wichtig für die Weiterentwicklung der Menschheit ist, wie zum Beispiel die Erfindung des Feuers. Als Unternehmer, der eben unter anderem Produkte, die auf künstlicher Intelligenz basieren, sowas zu sagen, hat natürlich auch gewisse Marketingzwecke, aber so ganz Unrecht hat er eben auch damit nicht, dass mit dieser neuen Erfindung oder dieser Weiterentwicklung der Thematik eben sehr viele neue Dinge möglich sind und das deswegen extrem wichtig ist. Gut, was haben wir heute vor? Was ich heute gerne mit Ihnen besprechen würde, ist zunächst mal ein Verständnis für künstliche Intelligenz zu schaffen. Also Sie haben ja vielleicht diesen Kurs oder diese Kurse bei Elements of AI schon belegt und dadurch schon mal ein einigermaßen gutes Verständnis bekommen. Das möchte ich hier nochmal aufgreifen, um vor allem eben den Unterschied zwischen, was ist eigentlich das, was tatsächlich Realität ist oder das, was so Hysterie oder Hype ist um künstliche Intelligenz. Zweiter Punkt wäre, was sind eigentlich Voraussetzungen und Chancen, wie Unternehmen künstliche Intelligenz einsetzen können, um davon zu profitieren? Und der dritte Punkt wäre, ein bisschen kritischer Blick auf diese Technologie. Also was für Auswirkungen hat diese Technologie nicht nur jetzt auf die Arbeitswelt, sondern tatsächlich auch generell, was gibt es eigentlich für Gefahren, die da eben auch lauern oder Risiken, die man bedenken sollte? Und so ist dann auch der Vortrag strukturiert. Das heißt, wir starten gleich eben mit einem Einflug, was künstliche Intelligenz überhaupt ist, wie Unternehmen das heute einsetzen. Und zum Schluss schauen wir uns dann die Gefahren von künstlicher Intelligenz an. Also, was ist künstliche Intelligenz eigentlich? Im Grunde genommen ist die Idee dahinter schon sehr alt, nämlich Alan Turing hat vor einiger Weile schon mal gesagt, das ist der Erfinder des Computers, wie wir ihn heute kennen, dass im Grunde genommen das Ziel auch seiner Forschung war, eine Maschine zu entwickeln, die aus der Erfahrung etwas lernen kann. Und dass man sozusagen Maschinen trainieren kann, bestimmte Aufgaben zu übernehmen, ähnlich wie einen intelligenten Menschen man zum Beispiel bestimmte Tätigkeiten beibringt. Kann. Und das ist tatsächlich das Ziel von KI und in Deutschland wird diese Technologie zurzeit auch sehr stark gefördert. Also dieser Artikel ist auch schon von 2018. In der Zwischenzeit gab es tatsächlich noch mehr Förderprogramme in dieser Richtung, was auch nochmal unterstreicht, wie wichtig das Thema eigentlich heute ist und wie stark das vorangetrieben wird. Wenn man sich ein Lexikon hernimmt und einfach mal aufschlägt und überlegt, was ist denn künstliche Intelligenz, dann liest man da häufig sowas wie, Computer werden befähigt, Aufgaben zu übernehmen, die eigentlich nur Menschen übernehmen können oder Computer erhalten Fähigkeiten ähnlich des Intellekts eines Menschen. Das ist natürlich sehr schwammig und schreibt grob die Idee hinter künstlicher Intelligenz, aber lässt natürlich noch einige Fragen offen. Deswegen wollen wir da heute ein bisschen tiefer reingehen und schauen, was kann denn eigentlich künstliche Intelligenz und was kann sie eigentlich nicht. Und grundsätzlich unterscheidet man hier zwischen schwacher KI und starker KI. Schwache KI ist eine Technologie oder sind Systeme, die ganz konkrete Probleme lösen können und dazu mathematische Verfahren nutzen und typischerweise für ganz bestimmte Anwendungen optimiert werden. Und das ist das, was man auch heute typischerweise in Anwendungen, wenn von künstlicher Intelligenz gesprochen wird, was man da vorfindet. Dahingegen ist das, was man mit starker KI bezeichnet, das, was häufig bei Menschen im Kopf bleibt, was eigentlich künstliche Intelligenz sein sollte, nämlich
ein System, das den Menschen überlegene intellektuelle Fähigkeiten besitzt, zum Beispiel auch sowas wie Vernunft, Emotionalität und so weiter. Also wenn man sich überlegt, irgendwie, es gibt so die diffuse Angst, dass irgendwann die Maschinen die Welt übernehmen, dann schwingt da eben mit, dass diese Maschinen sowas wie eine Vernunft oder Kreativität hätten und auch aus eigenem Antrieb handeln können. Solche Systeme gibt es bislang nicht und es ist auch noch nicht ganz klar, wie man überhaupt solche Systeme herstellen könnte. Das heißt, bislang ist es eher noch ein visionäres Konzept oder ein philosophisches Konzept, aber tatsächlich existieren tun solche Systeme noch nicht. Das heißt, immer wenn wir über tatsächlich existierende künstliche Intelligenz sprechen, dann sprechen wir eigentlich nur über schwache künstliche Intelligenz. Und die starke künstliche Intelligenz, die, vor der sich vielleicht die meisten Menschen fürchten, ist eher Zukunftsmusik, beziehungsweise ist es auch noch gar nicht ganz klar, ob das überhaupt irgendwann möglich sein wird. Gut. Ich werde jetzt gleich ein bisschen was zu Machine Learning erzählen. Das heißt auf Deutsch übersetzt maschinelles Lernen und ist ganz eng verwandt mit dem, was man mit künstlicher Intelligenz bezeichnet. Und wenn man Machine Learning oder wenn man künstliche Intelligenz verstehen möchte, muss man eigentlich maschinelles Lernen verstehen. Und maschinelles Lernen ist eigentlich nur eine Unterkategorie von künstlicher Intelligenz, nämlich im Grunde genommen ist es die Definition oder erfüllt es die Definition der schwachen künstlichen Intelligenz. Das heißt, es umfasst Verfahren, mit denen eben Computer lernen können, bestimmte Aufgaben zu erledigen und sich dabei stetig selbst optimieren. Ein Begriff, der dann gleich auch noch kurz auftauchen wird, ist das sogenannte Deep Learning. Das ist eigentlich ein spezielles maschinelles Lernverfahren, das gerade seit in den letzten 10 Jahren sehr stark weiterentwickelt wurde, weil dort zum einen die entsprechenden technischen Voraussetzungen gegeben waren, dass man eben genügend leistungsfähige Computer hatte, um das umzusetzen, aber auch, weil man eben immer mehr Anwendungen gefunden hat und diese damit sehr gut lösen konnte. Gut, wenn wir jetzt also sagen, ein Computer lernt etwas, also maschinelles Lernen heißt ja, man bringt einer Maschine bei, etwas zu lernen, dann ist die Frage, wie lernt denn eigentlich ein Computer? Und das lässt sich ganz gut abgrenzen zu dem, wie ein traditionelles Computerprogramm so funktioniert. Nämlich typischerweise, wenn man sich so ein klassisches Computerprogramm vorstellt, dann funktioniert das so, man gibt diesem Programm oder dem Computer Regeln vor und der Computer arbeitet die ab. Also man sagt, wenn eine E-Mail irgendwo das Wort Viagra enthält oder Abwandlungen davon, dann markiere diese E-Mail als Spam-E-Mail oder verschiebe die gleich in den Spam-Ordner. Und da kann man sich jetzt eine ganze Reihe an Regeln definieren und diese Regeln werden dann vom Computer abgearbeitet und die E-Mails werden automatisch sortiert. Das bedeutet, man gibt dem Computer Daten und Regeln und der Computer erzeugt daraus ein Ergebnis. Man nennt das dann auch Erklären mit Instruktionen. Also der Computer erhält halt ganz klare Instruktion. Und ein Machine Learning-Programm lernt anhand von Beispielen und erzeugt Regeln. Das heißt, dieses Programm bekommt nicht explizite Regeln vorgegeben, sondern soll selbst Regeln finden. Das heißt, man sagt diesem Programm, versuche E-Mails einzuteilen in Spam und Nicht-Spam, und zwar so, dass du möglichst wenige Fehler machst bei den Beispielen, die ich diesem Computerprogramm gebe. Und der Computer soll es eben so lange iterieren, bis er eben möglichst wenige Fehler macht. Das bedeutet, hier ist der Input zum einen Beispiele, nämlich bestimmte E-Mails und die entsprechenden Daten dazu, ist eine E-Mail eben Spam oder nicht Spam. Und was der Computer daraus macht, sind Regeln. Er sagt halt, E-Mails, die so und so aussehen, das sind Spam-E-Mails. Und diese Regeln kann er dann in Zukunft anwenden. Das heißt, hier erklärt man dem Computer etwas mit Beispielen. Und jetzt schauen wir uns mal ein ganz konkretes Beispiel für solches maschinelles Lernen an. Und das Beispiel ist sehr einfach. Wir möchten einfach nur Äpfel von Orangen unterscheiden, und zwar anhand der Höhe und Breite dieser Früchte. Was wir also als allererstes einmal brauchen, sind Beispiele. Das heißt, wir kaufen einfach mal ein paar Früchte ein und messen deren Höhe und Breite und zeichnen diese Elemente jetzt in so ein Koordinatensystem ein. Das heißt, hier haben wir jetzt, ich glaube, es sind 30 Früchte und die sind eben teilweise Orangen, teilweise Äpfel. Wir haben deren Höhe und Breite gemessen. Und jetzt wollen wir mit unserem Programm Regeln lernen, die Äpfel von Orangen unterscheiden können. Das heißt, wir trainieren oder ein Algorithmus trainiert ein Modell so, dass er eben möglichst wenige Fehlzuordnungen macht, wenn er eben diese Regeln befolgt. Um solch eine Regel zu finden, müssen wir diese Regel so konstruieren, dass sie möglichst gut klassifiziert. Das heißt, was hier passiert ist, wir gehen einmal entlang der Dimension der Höhe und der Breite und suchen jetzt eine Aufteilung
so, dass möglichst wenige Fehler passieren. Und das ist tatsächlich der Fall, wenn wir so stoppen oder die Regel anwenden, die jetzt hier herausgekommen ist, nämlich wenn wir jetzt sagen, dieser blaue Strich teilt die Gesamtpopulation an Früchten in zwei Gruppen, dann haben wir unter diesem blauen Strich nur noch Äpfel und über dem Strich hauptsächlich Orangen. Das heißt, es ist schon eine ganz gute Aufteilung. Wenn wir jetzt diesen blauen Strich als Regel hernehmen und sagen, wenn die Breite größer ist als x, dann sind es Orangen, wenn sie kleiner ist als x, dann sind es Äpfel, dann ist das schon eine ganz gute Regel. Die macht natürlich ein paar Fehler. Also diese Äpfel, die da in der Mitte rechts noch zu finden sind, die wären dann falsch zugeordnet, aber es sind eben möglichst wenige Fehler, die dabei gemacht werden. Und wir können das Ganze jetzt noch verfeinern, indem wir das eben nicht nur bei einer Regel belassen, sondern wir fügen eine zweite Regel hinzu. Also das wäre jetzt die erste Regel. Wenn die Breite kleiner ist als 6,5, dann ist es ein Apfel, sonst Orange. Und genau dasselbe können wir jetzt nochmal machen. Das heißt, der Teil, wo wir eben noch Orangen und Äpfel haben, den können wir weiter aufteilen und würden dann entlang der Höhe nun aufteilen und sehen, wir haben dann eine Gruppe getrennt, die eben nur noch Äpfel enthält. Dasselbe machen wir dann nochmal. Dann haben wir diese Gruppe 4, die eben hauptsächlich Orangen enthält und nur noch einen Apfel. Und wenn wir dann nochmal solch eine Regel hinzufügen, dann haben wir eine perfekte Trennung. Das heißt, jetzt sind diese Bereiche 1, 2 und 5 nur noch mit Äpfeln besetzt und die Bereiche 3 und 4 nur noch mit Orangen. Und die Regeln, die wir hergeleitet haben, die sehen Sie jetzt hier rechts. Das heißt, das ist im Prinzip eine Abfolge von Entscheidungen entlang der Breite und Höhe, also der Datenpunkte, die wir über diese Früchte haben. Und mit Hilfe dieser Abwägung können wir nun entscheiden, ob eine Frucht ein Apfel oder eine Orange ist. Und zumindest in diesen Beispieldaten, die wir hier haben, funktioniert das perfekt. Das heißt, wir können zu 100% sagen, es ist ein Apfel oder eine Orange. Dieses Verfahren nennt man auch einen Entscheidungsbaum. Also wenn Sie Elements of AI einmal durchgearbeitet haben, wird Ihnen das da sicherlich mal über den Weg gelaufen sein. Solch ein Entscheidungsbaum kann also zum Beispiel Objekte aus zwei verschiedenen Kategorien trennen und Regeln herleiten, wie man diese Trennung am besten vornimmt. Das heißt, genau das, was wir eben gesagt hatten, was maschinelles Lernen macht, sehen wir jetzt hier, nämlich wir haben aus einem Beispieldatensatz aus Äpfeln und Orangen ein Regelwerk abgeleitet, das uns diese Zuordnung beschreibt. Und diese Beschreibung können wir jetzt nutzen, wenn wir jetzt zum Beispiel aber vielleicht dazu noch kurz. Das heißt, mit diesen Regeln können wir jetzt in Zukunft, wenn wir eine Frucht haben, von der wir nicht wissen, ob das ein Apfel oder eine Orange ist, dann können wir die zuordnen. Das heißt, wir können Entscheidungsprozesse automatisieren. Wir können eben jetzt eine Maschine bauen, die misst Höhe und Breite und sortiert dann automatisch die Früchte ein, in den richtigen Korb zum Beispiel. Und wenn ich jetzt eine neue Frucht hätte, die sich irgendwo in diesem Koordinatensystem befindet, also ich habe Höhe und Breite gemessen, dann kann ich eben anhand der Einfärbung in diesem Fall schon erkennen, ob es eben eine Orange oder ein Apfel ist. Gut, das soweit zu einem relativ einfachen Verfahren aus dem maschinellen Lernen. Das heißt, das lässt sich natürlich auf auch komplexere Themen übertragen. Also solche Klassifikationsalgorithmen wie der, den wir jetzt gerade gesehen haben, die lassen sich natürlich nicht nur einsetzen, um Früchte zu unterscheiden, sondern auch zum Beispiel, um ja zum Beispiel zu entscheiden, habe ich einen Kunden vor mir, der möglicherweise bald kündigen wird oder nicht? Oder habe ich eine Maschine hier, die möglicherweise bald einen Schaden hat oder nicht? Also alles, was sich so in zwei Gruppen einteilen lässt. Und das lassen sich sehr, sehr viele Probleme. Das lässt sich mit solch einem Algorithmus schon sehr gut lösen. Und es gibt davon auch noch Weiterentwicklungen, die dann noch besser funktionieren, die dann allerdings nicht mehr ganz so einfach zu erklären sind. Oder wenn häufig von künstlicher Intelligenz gesprochen wird, dann wird das häufig aber gleichgesetzt mit anderen Methoden, nämlich den anderen Verfahren, die eben Dinge tun, die noch näher an dem sind, was Menschen besonders gut können und eigentlich Computer sehr schlecht können, nämlich sowas wie Bilderkennung. Da gibt es verschiedene Anwendungen. Also zum Beispiel eine der ersten Anwendungen dieser Bilderkennung war Handschrifterkennung. Das nutzt zum Beispiel ja, die Deutsche Post oder ich glaube, die amerikanische Post ist damit angefangen. Die haben das schon sehr früh genutzt, um Postleitzahlen auf Briefen zu erkennen und damit Briefsortierung automatisiert vorzunehmen. Und durch diese Entwicklung künstlicher neuronaler Netze beziehungsweise Deep Learning hat das Ganze nochmal einen großen Schub bekommen. Und heutzutage wird es eben auch genutzt, zum Beispiel für Bilderkennung, um Objekte oder sogar Bewegungen in Videos zu erkennen. Und letztendlich ist auch das die Technologie, die dann irgendwann das autonome Fahren möglich machen wird. Wie funktionieren solche neuronalen Netze beziehungsweise Deep Learning? Vielleicht nochmal kurz zur Begriffsklärung. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen neuronalen Netzen und Deep Learning? Im Grunde genommen bezeichnet beides dasselbe. Deep Learning ist
eigentlich nur eine besondere Art von neuronalen Netzen. Und deswegen schauen wir uns einmal kurz die Idee hinter solchen neuronalen Netzen an. Künstliches neuronales Netz soll eine Abstraktion sein, wie ein nicht künstliches neuronales Netz funktioniert. Und ein solches natürliches neuronales Netz ist zum Beispiel, besteht aus menschlichen Nervenzellen, also ist zum Beispiel das Gehirn des Menschen. Und in diesem Gehirn sind ganz, ganz viele Nervenzellen miteinander vernetzt. Und dadurch, dass diese Nervenzellen untereinander Informationen austauschen, werden diese Nervenzellen trainiert und dadurch können wir zum Beispiel Erinnerungen speichern oder Dinge lernen. Und ein künstliches neuronales Netz versucht genau dasselbe zu tun, aber eben ohne ein Gehirn, sondern in einem Computer und zwar einfach nur mit mathematischen Methoden. Das heißt, im Grunde genommen sind diese künstlichen neuronalen Netze an menschliche Nervenzellen angelehnt. Und zwar funktionieren diese Gehirnzellen oder die Nervenzellen so, dass sie ein Signal als elektrischen Impuls übertragen, wenn ein bestimmter Schwellwert überschritten wird. Also es kommt ein Signal rein. Wenn das Signal, was reinkommt, stark genug ist, dann wird es weitergegeben und so pflanzt sich dieses Signal durch verschiedene Nervenzellen in dem gesamten Netz weiter fort. Und wenn man etwas lernt, dann entstehen mehr und mehr Verknüpfungen zwischen Nervenzellen, wo dann eben dieses Signal weitergeleitet wird oder eben nicht. Das heißt, lernen heißt nichts anderes als Nervenzellen miteinander zu verknüpfen und eine Weiterleitung dieses Signals zu ermöglichen oder es eben nicht weiterzuleiten. Und je nachdem, wo diese Signale weitergeleitet werden und dann am Ende irgendwo ankommen, wird dann eben ein bestimmtes Muster im Gehirn abgebildet. Und ein künstliches neuronales Netz macht nichts anderes, indem sie eben Daten verarbeiten. Das heißt, dort wird kein elektrisches Signal wirklich durchgesendet, sondern eigentlich nur Daten. Und wenn ein solches Netz sehr, sehr, sehr viele Schichten und sehr, sehr viele Knoten hat, dann nennt man das auch Deep Learning. Deep eben von dieser Tiefe von solch einem Netz. Und das hat sich tatsächlich erst in letzter Zeit sehr stark entwickelt, da das sehr, sehr rechenaufwendig werden kann. Und deswegen in den 90ern, als eigentlich so diese künstlichen neuronalen Netze entwickelt wurden, noch gar nicht so umsetzbar war. Schauen wir uns mal ein ganz einfaches Beispiel an, wie so ein künstliches neuronales Netz funktioniert. Und zwar schauen wir uns dazu dieses Beispiel der Handschrifterkennung an. Wenn man sich vorstellt, so eine handgeschriebene Zahl, also ein Bild davon, ist nichts anderes als ein Gitter aus ganz vielen Pixeln. Und diese Pixel, die sind entweder dunkel, also schwarz, oder hell, weiß oder irgendwelche Abstufungen dazwischen, also grau. Das heißt, im Grunde genommen kann man sich vorstellen, das sind irgendwelche Werte zwischen 0 und 1. 0 ist schwarz, 1 ist weiß und die Abstufungen in grau dazwischen gibt es dann eben in 100 Stufen. Das heißt, solch eine handgeschriebene Zahl kann man sich vorstellen als 28 mal 28 Bildpunkte, also 784 Bildpunkte, die jeweils einen Wert zwischen 0 und 1, aufweisen. Und was jetzt passiert, wenn solch ein neuronales Netz trainiert wird, dann passiert Folgendes. Also man hat jetzt 784 Datenpunkte, die vorne ins Netz reingehen. Das sind genau diese Farbwerte oder die Helligkeitswerte dieses Bildes, jedes einzelnen Pixels. Und dann gibt es dazwischen ganz viele Knoten und Verbindungen. Und dieses Signal, also dieser Farbwert, der vorne reingegeben wird, der wird jetzt weitergeleitet und zwar mit einem bestimmten Gewicht. Und am Anfang werden diese Gewichte einfach mal zufällig gewählt. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Punkt weiß ist, dann wird diese Farbe weiß mit einem bestimmten Gewicht multipliziert und dann weitergegeben. Und wenn das, was dann an dem Knoten ankommt, wenn das ein Signal ist, das stark genug ist, dann wird es weitergeleitet. Und ganz am Ende gibt es dann ein Output. Das sind diese 10 Werte, 0 bis 9. Und es wird verglichen, ist das, was jetzt hier aufleuchtet, also dort, wo jetzt das meiste von dem Signal ankommt, ist das tatsächlich die Zahl, die ursprünglich eingegeben wurde. Also in diesem Fall müsste das ja eine 3 sein. Das, was hier am hellsten aufleuchtet, ist aber die 8. Das heißt, dann wird gesagt, nein, das ist ein Fehler und dann wird berechnet, wie stark der Fehler ist. Und dieser Fehler wird durch das Netz zurückgespielt und die Verbindung, also diese Gewichte, wie das Signal weitergeleitet wird, die werden dann angepasst. Und zwar wird das so lange gemacht, bis die Vorhersage, also bis das, was am Ende aufleuchtet, möglichst dem entspricht, was vorne reingegeben wurde. Und das wird nicht nur mit einer Zahl, wie jetzt hier diese 3, gemacht, sondern mit ganz, ganz vielen Zahlen. Und damit werden diese Gewichte, die zwischen diesen ganzen Knoten herrschen, so trainiert, dass sie möglichst gut in der Lage sind, diese Zahl zu erkennen. Also das Ganze wird mit ganz vielen Beispielen wiederholt.
Und diese Gewichte werden immer wieder angepasst, bis irgendwann die Gewichte so trainiert sind, dass sie jede Zahl möglichst gut erkennen können. Kann sich dann noch genauer anschauen, was eigentlich im Inneren dieses Netzes passiert. Es werden, naja, einzelne Pixel mit diesen Gewichten multipliziert und dann in diesen Knoten aggregiert. Und das bedeutet, es werden so einzelne Ausschnitte aus diesem Bild durch die Knoten in dem Netz repräsentiert. Also man sieht hier zum Beispiel, die 9 besteht aus ganz vielen Strichen, beziehungsweise, wenn man es noch weiter aggregiert, aus einem Kreis und einem Strich unten dran. Und so werden die einzelnen Pixel nach und nach zu immer größeren Strukturen zusammengefasst, bis sich daraus tatsächlich eine Zahl formt. Und so können zum Beispiel Zahlen erkannt werden. Das Ganze lässt sich natürlich noch wesentlich komplexer machen. Also es gibt neuronale Netze oder solche Modelle, die trainiert werden, denen dann Hunde von Katzen auf einem Bild unterschieden werden können oder noch komplexere Dinge. Dafür braucht man natürlich sehr, sehr, sehr komplexe neuronale Netze, die viele Millionen, wenn nicht sogar Milliarden einzelner Knoten besitzen. Und da kann man sich vorstellen, dass das natürlich sehr, sehr rechenintensiv ist, wenn man all diese Gewichte immer wieder neu bestimmen muss mit entsprechend vielen Daten. Ein Beispiel, wozu man das dann anwenden kann, noch kein ganz ernsthaftes Beispiel, aber vielleicht ein ganz unterhaltsames. Die beiden Kollegen hier sehen sich sehr ähnlich, sind zwei, naja, Persönlichkeiten aus den USA, einer Schlagzeuger der Red Hot Chili Peppers, einer bekannter Filmschauspieler. Und denen wird immer mal nachgesagt, dass sie heimlich eigentlich Brüder sind, aber tatsächlich sind sie weder verwandt noch verschwägert. Und die machen dann im amerikanischen Fernsehen häufig sich einen Spaß daraus und sind zum Beispiel einmal in der Tonight Show einfach gleich gekleidet aufgetreten, haben auch versucht, ihre Mimik und Gestik anzugleichen. Und tatsächlich war es dann für viele Menschen einfach schwer, die noch zu unterscheiden. Tatsächlich kann man sich da eben mit künstlicher Intelligenz behelfen, nämlich indem man solch ein künstliches neuronales Netz trainiert, das als Futter, also als Trainingsmaterial, Bilder der beiden Personen bekommt, bei denen dann eben bekannt ist, um welche der beiden Personen es sich handelt. Damit wird solch ein neuronales Netz, wie wir gerade gesehen haben, trainiert und das erkennt dann tatsächlich sogar die feinen Unterschiede in dem Gesicht oder der Gesichtszüge und das kann man dann tatsächlich nutzen, um in solch einem Live-Video sogar die Gesichter direkt zuzuordnen. Man sieht hier noch so, das kann man vielleicht ein bisschen schwerer erkennen, aber in den Klammern dahinter stehen noch so Prozentwerte. Das ist dann der Wert, wie sicher sich der Rechner gerade ist, dass das tatsächlich die erkannte Person ist. Und man sieht, dass hier tatsächlich auch eine sehr große Sicherheit vorliegt. Das heißt, man kann mit KI schon sehr, sehr komplexe Dinge analysieren und teilweise Aufgaben besser erledigen als ein Mensch. Und damit eben auch Dinge beschleunigen und komplett automatisieren. Eine andere Anwendung, hat jemand schon mal dieses Bild hier gesehen? Das ist eine besondere Art von neuronalen Netzen nochmal, und zwar heißen die Generative Adversarial Networks. Das ist tatsächlich keine Frau, die tatsächlich existiert, sondern das ist ein von einem künstlichen neuronalen Netz künstlich erzeugtes Bild. Und zwar wurde dort ein tatsächlich existierendes Bild von Bruno Labbadia verändert. Das heißt, es wurde tatsächlich ein künstliches neuronales Netz trainiert, das erkennt, wie Frauen aussehen. Und dieses Netz oder dieses Modell wurde dann genutzt, um, naja, eine männliche Person weiblich aussehen zu lassen. Das heißt, es lassen sich tatsächlich auch mit neuronalen Netzen nicht nur Dinge erkennen, sondern tatsächlich auch verändern. Und solche Bilder erzeugen von Gesichtern, die es eigentlich gar nicht gibt. Also hier noch ein weiteres Beispiel, auch Lucien Favre als Frau sehr hübsch anzusehen. Genau, das heißt, was machen diese Modelle eigentlich? Was steckt dahinter? Dahinter stecken eigentlich zwei Modelle, nämlich eines, das mehr oder weniger zufällig erstmal Bilder erzeugt. Und dann gibt es ein zweites Modell, das versucht, dieses Bild, also dieses Gesicht, von einem echten Gesicht zu unterscheiden. Und diese beiden Modelle werden so lange trainiert, bis die Bilder, die das eine Modell erzeugt, von dem anderen Modell nicht mehr von echten Gesichtern unterschieden werden können. Genau, das sind unterhaltsame Anwendungen von künstlicher Intelligenz. Und jetzt wollen wir uns einmal anschauen, was denn eigentlich wirklich für Unternehmen nützliche und sinnvolle Anwendungen sein können. Also, wie setzen Unternehmen heute künstliche Intelligenz ein? Es gibt tatsächlich
unfassbar viele Themen, auf die ich gar nicht komplett eingehen kann, weil es so viele sind und die auch so unterschiedlich sind. Stattdessen habe ich mir einfach mal so ein paar Themen rausgesucht, die sehr weit verbreitet heute sind oder sehr, sehr in Mode sind. Und diese vier Themen, stelle ich Ihnen vielleicht kurz ein bisschen detaillierter vor und wir können nachher in der Fragerunde dann vielleicht auch noch auf speziellere Themen eingehen. Das erste Thema, das nenne ich immer Yield Optimization, also Yield auf Englisch Ertrag, das heißt Ertragsoptimierung. Was kann man sich darunter vorstellen? Man kann sich darunter vorstellen, dass man einen sehr, sehr komplexen Produktionsprozess hat, also zum Beispiel in der chemischen Industrie, wo irgendeine Chemikalie hergestellt wird. Da gibt es dann sehr viele kleine Produktionsschritte. Also am Anfang werden die Zutaten zusammengemischt, dann wird das irgendwie durchgerührt, erhitzt, unter starkem Druck gesetzt und so weiter. Also ganz viele einzelne Schritte erfolgen da. Und bei all diesen Schritten hat man immer ein paar Freiheitsgrade, wie man diesen Prozess laufen lässt. Also natürlich gibt es dann Chemiker, die wissen genau, wie schnell muss man irgendwas aufheizen, wie lange muss das auf einer bestimmten Temperatur bleiben. Aber tatsächlich gibt es da immer so ein paar Variationsmöglichkeiten. Und man möchte natürlich wissen, was ist die Einstellung dieses Prozesses, damit am Ende die Chemikalie oder ganz allgemein das Produkt eine größtmögliche Qualität hat. Und tatsächlich kann man jetzt eben sich Trainingsdaten sammeln. Das heißt, aus der Vergangenheit schaut man sich an, wie war dieser Prozess eingestellt, zum einen, und auf der anderen Seite, wie war die Qualität des Endproduktes. Und aus diesen Daten kann man dann lernen oder kann man ein Modell trainieren, das die optimalen Einstellungen findet, die zur bestmöglichen Qualität des Produkts führen. Und zum Beispiel kann man hier auch ja, Einflussgrößen einfließen lassen, wie das Wetter, wenn das einen Einfluss hat auf den Produktionsprozess, sodass man tatsächlich aus diesem resultierenden Modell ein Verfahren ableiten kann, das dann kontinuierlich Vorschläge macht, wie man diesen Prozess anpasst, um die Qualität hochzuhalten. Das wäre ein Beispiel. Zweites Beispiel wäre Personalisierung. Heutzutage ist es tatsächlich so, dass eigentlich fast alle Kundeninteraktionen im B2C-Bereich auf individuelle Kundenbedürfnisse abgestimmt werden. Das heißt, wenn Sie bei Amazon mal was bestellt haben, dann bekommen Sie vielleicht irgendwann zusätzliche Angebote zugeschickt und die sind genau auf Ihre Bestellung oder Ihr Bestellverhalten abgestimmt. Und das ein Stück weit auch das, was Kunden heute schon erwarten, dass Sie eben nicht irgendwelche irrelevanten Informationen bekommen, sondern etwas, das tatsächlich auch für Sie relevant ist. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Marketing, sondern das kann man eben auch auf Kundenservice oder weitere Dinge erweitern. Und auch da geht es eben darum, aus dem Verhalten der Kunden, also aus den Daten, die man da sammelt, die in Verbindung zu bringen mit irgendetwas, das man erreichen möchte, also dass der Kunde zum Beispiel etwas kauft. Und daraus kann man dann eben auch Muster lernen, welchem Kunden muss ich was anbieten, damit er dann nachher dieses Produkt auch kauft. Ein weiteres Thema nennt sich Dynamic Pricing, also dynamische Preisfindung. Dort ist das Ziel, Preise für Produkte so zu setzen, dass sie natürlich möglichst hoch sind, aber eben so, dass ein Kunde gerade noch bereit ist, sie zu zahlen. Und zwar eben für jeden Kunden einen speziellen Preis, was natürlich gerade im B2B-Bereich gang und gäbe ist, im Endkundenbereich dann eher weniger. Aber wenn man eben herausfinden kann, wie preissensitiv ein Kunde ist, und das kann man häufig anhand von Informationen, die man über diese Kunden sammelt, dann lässt sich eben auch der Preis entsprechend anpassen, sodass der Preis auf diesen Kunden auch zugeschnitten ist. Und naja, was spielt da eine Rolle? Zum Beispiel sowas wie Wettbewerb, wie wird der Wert wahrgenommen? Was macht eigentlich der Kunde später mit diesem Produkt? Also wenn ich auch wieder in der chemischen Industrie bin, ich stelle ein Produkt her, dann kann das ja ganz unterschiedlich weiterverarbeitet werden und die Wertschöpfung kann bei meinen Kunden auch sehr unterschiedlich sein. Und natürlich ist ein Kunde, der eine sehr große Wertschöpfung aus diesem Rohstoff herausgewinnt, sehr viel weniger preissensitiv, denn er hat einfach eine sehr viel höhere Marge und dementsprechend kann ich ihm vielleicht dieses Produkt auch zu einem höheren Preis verkaufen. Und all diese Informationen kann man dann eben einfließen lassen, um herauszufinden, was ist eigentlich der Preispunkt, der für diesen Kunden akzeptabel ist. Und letzter größer Bereich nennt sich Predictive Maintenance. Da geht es also um Vorhersagen der Instandhaltung. Und da ist das Ziel, Störungen von Maschinen frühzeitig zu erkennen, um
die Kosten, die dann durch einen Ausfall entstehen, wirklich zu verhindern, beziehungsweise nicht darauf angewiesen zu sein, sehr, sehr frühzeitig Verschleißteile auszutauschen, ohne dass das eigentlich schon notwendig wäre. Das ist vor allem dann relevant, wenn man sehr, sehr teure Maschinen hat oder ein Ausfall sehr, sehr teuer ist. Dann möchte man natürlich diesen Ausfall vermeiden, gleichzeitig aber vielleicht diese Verschleißteile oder der Ersatz davon sehr, sehr teuer ist und man die eben auch nicht wirklich zu früh austauschen möchte, sondern möglichst genau dann, wenn sie wirklich verschlissen sind. Und dazu kann man in diesen Maschinen eben jede Menge Sensoren platzieren, die dann verschiedene Dinge messen, Vibrationen, Temperaturentwicklung und so weiter. Und aus dem Verlauf kann man dann eben auch wieder ein Modell trainieren, das erkennt, wenn diese Vibrationen zunehmen, die Temperatur vielleicht wärmer wird, dann deutet sich dieses Problem an und dann sollte man die und dieses Teil vielleicht austauschen. Auch sowas lässt sich eben durch solche maschinellen Lernverfahren oder künstliche Intelligenz lösen. Gut, das sind also Anwendungsfälle. Die Frage ist, wie geht man jetzt als Unternehmen an so ein Problem ran? Also was braucht man eigentlich dafür, um das jetzt umzusetzen? Und eine ganz gute Analogie dazu findet man in der Küche. Nämlich im Grunde genommen gibt es jetzt verschiedene Ressourcen, die man braucht: Algorithmen, IT, Software, Daten und Experten. Und die kann man sich jetzt folgendermaßen vorstellen. Also Algorithmen, das sind die Kochrezepte. Man hat ein Problem, das man lösen möchte und es gibt dafür ein Rezept. Und das besteht im Wesentlichen aus der Anwendung verschiedener Algorithmen. Manchmal muss man auch selbst neue Algorithmen entwickeln. Und das kann man vergleichen mit einem Kochrezept. Also man hat entweder ein Rezeptbuch, in dem man nachschlagen kann und es gibt das Rezept von dem, was man kochen möchte, eben dort. Oder man muss eben selber ein neues Rezept entwickeln und dieses Gericht irgendwie entsprechend den Bedürfnissen der Kunden anpassen. Dann braucht man die entsprechende Expertise. Also man braucht jemanden, der mit diesem Rezept umgehen kann und mit dem ganzen Werkzeug, das man dann braucht, um das umzusetzen. Das sind dann eben das, was man heute eben Data Scientists nennt oder Data Engineers oder Machine Learning Engineers. Das heißt, das sind die Personen, die all diese Technologien kennen und die Algorithmen kennen und das dann auch umsetzen können. Dann braucht man die notwendige Software dafür, um eben diese Algorithmen dann nutzen zu können. Das ist im Prinzip das Handwerkszeug, das jeder Koch in der Küche natürlich auch braucht. Man braucht eine IT-Infrastruktur, das heißt, man braucht die nötigen Rechenkapazitäten, je nachdem, wie komplex das Problem ist, das man lösen möchte, braucht man also auch den passenden Herd oder Backofen in der Küche. Und man braucht natürlich Daten. Daten sind wie die Zutaten für das Rezept. Und bei den Daten ist natürlich wichtig oder bei den Zutaten genauso, die Qualität muss stimmen. Also wenn man eben schlechte Daten hat, also wenn man verdorbene Zutaten hat, dann kann auch der beste Koch und der beste Herd nichts daraus zaubern. Das heißt, die Daten müssen erst einmal gut sein und sinnvoll sein. Und dann kann man damit aber typischerweise auch sehr viel mit anfangen. Wenn wir uns jetzt nochmal diese Ressourcen anschauen, die man da eben braucht, wie verfügbar sind die denn eigentlich? Also grundsätzlich, diese Algorithmen sind frei verfügbar. Das ist typischerweise kein Geheimnis. Die meisten gibt es sogar in Form von Implementierung, das heißt in entsprechender Software schon eingebunden. Das heißt, hier gibt es eigentlich kein Hindernis, dass man nicht direkt damit starten kann. Was Infrastruktur angeht, klar, also Infrastruktur kann natürlich teuer sein, wenn man jetzt tatsächlich sehr mächtige Computer braucht für diese Berechnung. Aber tatsächlich kann man heutzutage über die verschiedenen Cloud-Anbieter solche Ressourcen relativ schnell anmieten und ohne da wirklich selber einen großen Investitionsaufwand zu haben. Die meiste Software, die man im Bereich Machine Learning, Data Science braucht, ist tatsächlich kostenfrei. Das meiste sind Open Source Tools. Es gibt ein paar kostenpflichtige Tools, die aber tatsächlich auch eher selten verwendet werden. Das heißt, die Leute, die eben in diesem Bereich arbeiten, nutzen in der Regel fast nur Open Source Tools. Daten, naja, das hängt dann natürlich ganz vom Unternehmen ab. Tatsächlich ist es so, dass häufig die Datenqualität noch sehr zu wünschen übrig lässt. Durch die digitale Transformation in Unternehmen werden eben zunehmend Daten auch digital erfasst und sind dadurch qualitativ hochwertiger. Und das wird sich tatsächlich dann in der nächsten Zeit eben noch weiter genauso entwickeln. Und Expertise, das ist tatsächlich eine Ressource, die relativ rar ist und schwer zu finden ist. Also die richtigen Experten oder Data Scientists, die gibt es leider nicht wie Sand am Meer, sondern
Naja, es gibt also verschiedene Studien oder verschiedene Untersuchungen. Es wird häufig so die Zahl in den Raum geworfen, dass eigentlich 50% der Stellen in diesem Bereich unbesetzt sind und es überall eben händeringend nach Experten gesucht wird. Also im Grunde genommen ist das der Fachkräftemangel, von dem immer so die Rede ist. Gut, das heißt, wir haben gesehen, künstliche Intelligenz, Machine Learning kann in vielen betriebswirtschaftlichen Anwendungen eingesetzt werden. Und das, was eigentlich zurzeit noch das größte Problem ist, eben die entsprechenden Experten zu finden, die einem dabei helfen. Dann kommen wir zum dritten und letzten Teil. Was für Gefahren stecken eigentlich in künstlicher Intelligenz, beziehungsweise was sind mögliche Risiken auch für Unternehmen? Ein großes Thema, das auch immer wieder viel in den Medien diskutiert wird, sind die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf die Arbeitswelt, und zwar durch zunehmende Automatisierung von Tätigkeiten. Also es gibt da auch wieder sehr viele unterschiedliche Studien, die auch teilweise zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Aber in einem sind sich eigentlich alle einig, dass künstliche Intelligenz sehr viele Tätigkeiten automatisieren kann. Also hier eine beispielhafte Studie, die 800 Berufsbilder untersucht hat und diese Berufsbilder nochmal in 2000 Tätigkeiten aufgeteilt hat. Also jedes Berufsbild ist halt einfach eine Zusammensetzung aus verschiedenen Tätigkeiten. Und sie haben sich dann angeschaut, welche dieser Tätigkeiten automatisiert werden können. Und da gab es eben, naja, einige, die sehr leicht automatisierbar waren, zum Beispiel Datenerfassung, Datenverarbeitung. Und dann haben sie sich eben angeschaut, was bedeutet das dann für diese Tätigkeiten? Im Ergebnis kam heraus, dass 50% der Tätigkeiten, die heute noch so als Berufsprofile ja, von Menschen besetzt werden, 50% davon sind komplett substituierbar, also der Tätigkeiten, nicht unbedingt der Berufsbilder, was dazu führt, dass 5% der Berufe komplett ersetzbar sind, weil sie eben nur aus automatisierbaren Tätigkeiten bestehen. Das heißt, es ist nicht direkt so, dass irgendwie 50% der Berufe ersetzbar sind, aber schon 5%, die wirklich komplett automatisierbar sind. Und bei 60% der Berufe gibt es immerhin einen Automatisierungsgrad von über 30%. Und das wird natürlich dazu führen, dass tatsächlich in der Arbeitswelt es zu großen Veränderungen kommen wird. Und da gibt es jetzt eben Studien, die sehen das Ganze sehr pessimistisch, dass eben sehr viele Menschen arbeitslos werden, es eigentlich gar nicht mehr genügend Notwendigkeit für menschliche Arbeit gibt. Andere Studien sind da eher optimistischer und sagen, das kann eigentlich auch der Arbeitswelt helfen, eben mehr wegbewegen von stupiden Tätigkeiten und den Menschen erlaubt, sich eben noch mehr fortzubilden, um diese ganzen Technologien eben zu beherrschen und einzusetzen. Tatsächlich würde ich sagen, kann man das gar nicht so schwarz oder weiß sehen, sondern eigentlich ergibt sich irgendwann so ein gemischtes Bild. Es wird immer Tätigkeiten geben, die Menschen besser erledigen können als Maschinen, wie das jetzt hier dargestellt ist, zum Beispiel nämlich Führungsaufgaben, irgendwelche Aufgaben, die mit Empathie zu tun haben oder mit einer be menschlichen Beurteilung. Dann wird es Tätigkeiten geben, die tatsächlich einfach Maschinen besser können und in Zukunft dann vielleicht auch nur noch von Maschinen durchgeführt werden. Also alles, was wir eben gesehen haben, was Machine Learning so kann, Bilderkennung, irgendwelche Vorhersagen, ganz transaktionale Tätigkeiten. Und dann gibt es Tätigkeiten, die am besten Mensch und Maschine gemeinsam erledigen. Also entweder dort, wo der Mensch eben die Maschine unterstützt oder dort, wo die Maschine dem Menschen in Anführungszeichen Superkräfte gibt. Und das ist ein Bereich, in dem dann wahrscheinlich in Zukunft viele Menschen tätig werden, in Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, was heutzutage auch tatsächlich schon vielfach im Einsatz ist. Also zum Beispiel Ärzte müssen heute gar nicht mehr selbst unbedingt sich Röntgenbilder oder Tomografien anschauen. Es gibt dann eine künstliche Intelligenz, die untersucht dieses Bild und erkennt Auffälligkeiten und weist den Arzt schon direkt auf diese Auffälligkeit hin, sodass sein Job eigentlich auch einfacher wird. Er muss eben nur wissen, wie er jetzt genau mit diesen Hinweisen der Maschine umgeht. Und das ist eben genau das, was in diesem mittleren Bereich dann der Fall sein wird. Das ist also ein großer Bereich, Gefahr für die Arbeitswelt oder auch Chance für die Arbeitswelt, je nachdem, wie sich das dann tatsächlich weiterentwickelt. Nächster Punkt, der tatsächlich nicht zu vernachlässigen ist, ist das Risiko der Diskriminierung durch künstliche Intelligenz. Und zwar liegt es darin begründet, dass es ein großes Missverständnis bezüglich Algorithmen gibt, und zwar, dass Algorithmen einfach
Dinge sind, die eine Maschine tut. Also solch ein Machine Learning Modell heißt ja, eine Maschine hat etwas gelernt und diese Maschine würde man ja erstmal als vorurteilsfrei oder diskriminierungsfrei annehmen. Tatsächlich sind solche Algorithmen aber immer von Menschen erzeugt, beziehungsweise es benötigt irgendeinen menschlichen Input, also sei es die Daten, sei es das Konzept dahinter oder überhaupt auch die Problemstellung. Und dadurch sind solche Algorithmen nicht mehr diskriminierungsfrei, sondern haben schon Meinungen eingebettet. Und das führt manchmal zu ja, sehr problematischen Entscheidungen durch solche Maschinen. Ein Beispiel, das kommt aus dem letzten Jahr, ich glaube Ende des letzten Jahres ging das mal durch die Presse. Da wurde eine große Schlagzeile gemacht, Apple diskriminiert Frauen. Und Hintergrund dazu war folgender: Apple hat eine neue Kreditkarte rausgebracht und zusammen mit einer Bank, ich glaube es war Morgan Stanley, haben sie eben diese Kreditkarte in den USA rausgebracht und es hatte sich ein Nutzer dieser Kreditkarte per Twitter beschwert, dass und zwar über folgenden Sachverhalt: Er und seine Frau hatten solch eine Kreditkarte bekommen und er hatte einen größeren Kreditrahmen zugebilligt bekommen als seine Frau. Und das, obwohl seine Frau mehr Geld verdient und sonst eigentlich alle Eigenschaften gleich sind, bis auf eben das Geschlecht. Und daraus hat diese Person dann eben geschlossen, dass die Entscheidung über die Höhe des Kreditrahmens, naja, diskriminierend ist, denn eigentlich hätte seine Frau eben einen höheren Kreditrahmen verdient gehabt. Und die Antwort, die dann Apple darauf gab, war nicht wirklich zufriedenstellend, denn die erste Antwort darauf lautete erstmal, dass hier ein Algorithmus die Entscheidung trifft und dieser Algorithmus eben nicht diskriminiert. Und das zeigt schon eine Schwachstelle, wenn man sich auf solche Entscheidungen so verlässt. Also scheinbar hatte in dem Moment niemand bei Apple auf dem Schirm, welche Kriterien dieser Algorithmus eigentlich genutzt, beziehungsweise wie er genau entscheidet. Also ganz häufig sind diese Algorithmen tatsächlich dann auch so komplex und so schwer zu durchschauen, dass sie wie eine Blackbox sind, also wie ein schwarzer Kasten, in den man nicht reinschauen kann und nicht verstehen kann, wie er jetzt genau Entscheidungen trifft. Man kann das Ganze tatsächlich aufbrechen und kann versuchen, tiefer reinzugehen und zu verstehen, wie die Wirkweisen dieses Modells sind, das man da erstellt hat. Das wurde in diesem Fall aber offenbar nicht gemacht. Und das ist eine Sache, die mit der in Zukunft Unternehmen wahrscheinlich nicht mehr einfach so davonkommen werden, sich sozusagen dahinter zu verstecken, dass ein Algorithmus Entscheidungen trifft und man deswegen selbst nicht dafür verantwortlich ist. Genau, das heißt, Diskriminierung ist in vielen Fällen heutzutage in Algorithmen mit eingebaut. Da fallen eben Kreditentscheidungen drunter, jetzt nicht unbedingt nur geschlechterspezifisch, sondern auch sozioökonomische Kriterien spielen dann eine Rolle. Das geht weiter mit Bilderkennung und das liegt dann einfach daran, dass Bildmaterial zur Gesichtserkennung einfach viel mehr verfügbar ist über weiße Menschen und weniger über schwarze Menschen und dadurch eben Gesichtserkennung bei weißen Menschen viel besser funktioniert als bei schwarzen Menschen, was ja auch irgendwo diskriminierend ist. Das heißt also, Diskriminierung generell ist ein Problem, das auch solche Algorithmen haben und da muss man sich, glaube ich, auch als Unternehmen in Zukunft darauf gefasst machen, dass sowas viel stärker hinterfragt wird. Also auch die EU arbeitet gerade an solchen Richtlinien. Was muss eigentlich künstliche Intelligenz leisten, beziehungsweise wie viel Verständnis und Einsichten in die Funktionsweise ihrer Algorithmen muss eigentlich jede Firma haben, um zu verhindern, dass sich eben Firmen einfach hinter diesen Entscheidungen verstecken und sagen, das haben nicht wir entschieden, sondern ein Computer und damit dann einfach sich aus der Verantwortung ziehen können. Zweiter Punkt, oder dritter Punkt, der ein großes Risiko darstellt, ist eben Missbrauch von Daten. Und das kann tatsächlich bewusster Missbrauch sein oder auch unbewusster Missbrauch von Daten. Und zwar geben eben Menschen heute sehr einfach und sehr schnell ihre Daten preis und stimmen AGBs zu, auch wenn mit den Daten dann alles Mögliche gemacht werden darf. Trotzdem ist eben immer die Frage, sollte man auch das mit den Daten tun, was man darf, oder hat man tatsächlich überhaupt überprüft, ob man mit Daten genau nur die Dinge tut, die man auch damit tun darf? Und da lässt sich ein Fall heranziehen, zum Beispiel der Fall um Cambridge Analytica und Facebook. Also Cambridge Analytica, ein Unternehmen, das künstliche Intelligenz nutzt, um aus Daten aus sozialen Netzwerken
zum Beispiel politische Meinungen zu filtern und dann diese auch zu beeinflussen. Und da gab es eben vor 3 Jahren ungefähr einen großen Skandal, als Cambridge Analytica unerlaubterweise Riesenmengen von Nutzerdaten von Facebook genutzt hat und das bei Facebook noch nicht mal aufgefallen war, sondern erst durch externe Hinweise dann dieser unerlaubte bzw. unbeabsichtigte Zugriff auf massenhaft Daten erst bemerkt wurde. Oder ein anderes Beispiel ist die Firma Clearview AI. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal davon gehört. Und zwar ist das ein Unternehmen, die Gesichtserkennung als Geschäftsmodell anbietet. Das heißt, zum Beispiel viele Behörden in den USA nutzen das, vor allem Polizeibehörden, um aus Bildern von Überwachungskameras oder Handyvideos oder so Personen zu erkennen, die möglicherweise Straftaten begangen haben. Und da ist eben das Problem, dass wenn die Polizei solch ein Bild in ihrer Datenbank überprüft, dass es dann natürlich nur Treffer gibt, wenn diese Person vorher schon mal vorbestraft war. Und Clearview hat Folgendes gemacht: Sie haben einfach sämtliche sozialen Netzwerke angezapft und alle Bilder, die sie finden konnten, die irgendwie frei verfügbar waren, runtergeladen, auch wenn das gegen die Richtlinien dieser sozialen Netzwerke verstößt, und haben einen Service angeboten, in dem sie eben die Fotos, die ihnen jetzt Polizeibehörden schicken, gegen ihre Datenbank laufen lassen und vergleichen und so die entsprechenden Nutzer finden. Wenn sie dann also einen Treffer finden, dann haben sie direkt den Link auch zu dem Facebook-Profil der Person und können damit auch die Identität preisgeben. Und genau, das ist auch wieder eine Art, wie künstliche Intelligenz oder auch frei verfügbare Daten eben genutzt werden. Vielleicht nicht im Sinne der Menschen, die diese Daten irgendwann mal ins Internet gestellt haben oder die diese Daten eben nicht für solche Zwecke freigegeben haben, sodass man auch hier von einem groben Missbrauch von Daten sprechen kann, der bislang zumindest noch nicht wirklich strafrechtlich relevant ist, aber trotzdem natürlich höchst problematisch. Genau, und dann gibt es letztendlich noch das Thema Datenschutz, vielleicht über das hinausgeht, was wir gerade gesehen haben, nämlich das ist dann eher vielleicht an jeden von uns gerichtet. Was müssen wir eigentlich auch beachten, um Daten zu schützen? Und da geht es dann teilweise um unsere persönlichen Daten, aber auch vielleicht um die Daten des Unternehmens, in dem wir arbeiten. Ein Beispiel dazu ist das Beispiel hier von Strava. Das ist so eine Fitness-App, mit der man zum Beispiel seine sportlichen Aktivitäten wie Jogging oder so aufzeichnen kann. Und aus den Daten von Strava kann man online relativ einfach sich solche Karten erzeugen. Das sind einfach nur alle aufgezeichneten Joggingstrecken von Personen, die mal halt ihre Läufe aufgezeichnet haben in Europa. Und wenn man das Ganze dann mal in der Nähe von Mosul macht, sieht man, dass es da mitten in der Wüste plötzlich ganz interessante Joggingstrecken zu geben scheint. Und wenn man sich das dann noch weiter anschaut, dann sieht das Ganze tatsächlich nach einem Gelände aus, wo es eben bestimmte Strecken gibt. Und tatsächlich ist dieses Gelände hier das Gelände einer eigentlich geheimen CIA-Basis bzw. des amerikanischen Militärs gewesen, das dadurch eben entdeckt wurde, dass die entsprechenden Personen, die da stationiert waren, dieses GPS-Tracking des Tools freigeschaltet hatten und das dann auch noch öffentlich geteilt haben. Gut. Das nochmal als Beispiel, was eben passieren kann, wenn man eben bestimmte Datenschutz- und Datensicherheitsrichtlinien nicht berücksichtigt. Dann vielleicht zum Schluss nochmal zusammenfassend, was wir heute besprochen haben. Also zum einen konnte ich Ihnen hoffentlich nochmal näher bringen, was eigentlich künstliche Intelligenz ist und was man damit genau tun kann und was eben nicht. Wie tatsächlich Unternehmen diese Technologien nutzen können, um gerade auch ökonomischen Nutzen daraus zu ziehen. Und Gefahren, die überall lauern, beziehungsweise Dinge, die man berücksichtigen muss, wenn man künstliche Intelligenz einsetzen möchte.